Küste kenne ich zwei Ligen, die eure Zeit wert sind. Die erste ist eine Racing-Liga namens Graveyard Shift, angeführt von La Katrina. Ein Haufen Kids mit Todessehnsucht und einem Hang zum Drama. Mac, die zweite Liga ist dein Ding. Lake 73, eine Offroad-Crew, angeführt von einem Bastard namens Udo. Sie fahren in letzter Zeit ständig auf dem Airfield und zerstören meine Prototypen. Also, wer zuerst? Der Udo. So, guten Tag. Okay, Mac. Hallo, guten Tag. Wir fahren erst ein paar... Rennen und fordern dann die Bosse zum Duell heraus. So sammeln wir genug Ansehen, um in den Outlaws Rush zu kommen. Alles klar. Erstmal Racing. Ich hab's im Golf ausgepackt. Übrigens, willkommen zum Video. Ich musste gerade etwas überstürzt anfangen, weil ich ausparken wollte. Und dann schon die Videosequenz angefangen. Ich sollte den Graveyard Shift zu einem Rennen herausfordern. Aber ich habe immer noch hier FPS-Probleme. Da sind wir auch schon wieder. Das Ganze jetzt im Speedtrack 185. Hier ist der Udo. Da wollen wir aber nicht hin. Wenn es um reine Power geht, eindeutig Muscle Cars, keine Frage. Siehst du, Jess? Sag ich doch. Muscle Cars sind zu auffällig. Kompaktwagen sind dezenter, haben aber trotzdem eine enorme Beschleunigung. Tja, Mac, da hat Jess recht. Wer bitteschön will ein dezentes Auto? Keine Ahnung, wer möchte denn ein dezentes Auto? Da haben wir schon den ersten. Wenn man mit 100 Sachen über den Highway brettert, geht es bei jeder Entscheidung um Leben und Tod. Ich bin La Katrina und das hier ist der Graveyard Shift. Alles klar, Jungs. Graveyard Shift. Jetzt wird gefickt. Bist du der Gringo, der unseren Midnight Run fahren will? Fahren und gewinnen. Ich bin Tyler Morgan. Morgan, hä? Nie von dir gehört. Versuch einfach mitzuhalten. Ich werde deutlich mehr tun. Yes, sir. Hey, wie wär's, wenn wir uns was nebenbei verdienen? Ich sag dir, welche Wette mir vorschwebt und du... 30 Sekunden lang in der Luft. Tanzen wir mit dem Tod. Jetzt zählt. Und bei Krümel hat hier eine 1,41 gefahren. Das ist ja schön. Der Arme fährt 1,41. Versuchen wir das mal zu toppen, ne? Müsste bitte. So. Der nächste. So. Versucht's mal mit Goldwagen, ihr Trottel. Komm schon.
Mann. 1.41.11 hat er gefahren. Schade, schade, schade. Nice. Erster Platz. Rechts. Eine 4 auf Tempo. Einbauen. Missionserfolg. Nice. Neue Mission freigeschaltet. Lecker, lecker, lecker. Tankstellen. Okay. Mein Spiel hat sich minimiert. Wurdest du vor einer Weile kaltgestellt? Das war damals. Und so, was ist jetzt, Mann? Jetzt besiege ich deine Racer. Okay, fortfahren. Und dann dich. So, Shinto, Mann. Du hast keine Chance. Leistungsstufen-Upgrades. Ja, ja. Alles klar. Wo ist unser nächstes Rennen? Natürlich wieder auf der anderen Seite der Welt. Ist das nicht schön? Ich begebe mich auf den Weg dahin und sage mal, bis gleich. So, und da sind wir auch schon da. Und fahren das nächste Street Race. Yes, sir. Empfohlen 40, ja, mir fehlt einer. Der wird sich nicht rausreißen. Nehmen wir den, schließ das Event innerhalb von 40 Sekunden ab und gewinne das Rennen. 4:1. Ja, probieren wir mal. Denkst du, du kannst meine Crew nochmal besiegen? Letztes Mal war es ein Kinderspiel. Das ist allerdings gut. 2:1. Okay, auf zum Sieg. El Coco. Und da haben wir den Nico mit einer 1,55,46. Na dann, schauen wir mal zu, dass wir durchkommen. Aber die Wettermann war zum gewonnen. Mein nächster Sieg, La Katrina. Oh, Autoloch fehlgeschlagen. Aber dafür die Zeit angeheimst. Und Level 2 geworden im Racing. Nice. Nehmen wir mal die mittlere. Steuergerät. Upgrade auf Nummer 4 einbauen will. Dankeschön. Mission Nummer 3 wurde freigeschaltet. Alles klar, dann würde ich sagen. Sehen wir uns bei Mission 3 wieder. Weich geworden, Morgan. Dieses Feuer in dir ist. Bis dann. Eine nette gleich. Meine ich. Tschüss. Halten? So, da wären wir schon beim dritten Rennen. Die Bergfahrt. Yes, ich möchte gerne anfangen.
auf der 1000 Meter und gewinnen das Rennen. Das kriegen wir hin. Morgan denkt, er sei wieder im Spiel, Leute. Wie wär's, wenn wir seine neue Zuversicht zu Grabe tragen? Ihr könnt's gerne versuchen. Ich mach euch kaputt. Ich mach euch kaputt. Lass mich durch. So, Nikon in 227. Das haben wir hier wieder die Hausnummer. Die wir aber vermutlich nicht bekommen werden. Wenn man sich meine Erfahrungen in Rennspielen anguckt und seine, dann komme ich an die 227 vermutlich nicht ran. Also mal. Noch 4 Meter Drift. Shit. Alles klar. Meter. Lass mich durch. Bist du jetzt so am Atmen, weil ich nicht aufgefahren bin. Gut bleiben. Zack. Nummer 3. Abgeschlossen. Yeah! Ich hab's noch drauf. Ja, ja, ich weiß. Ich hab's ja auch noch drauf. Die 1000 Meter, die sind wir gedriftet. Die 2000 Dollar, die nehme ich mit. Yes. Die mittlere. Oh, 5er Bremsen. Natürlich werden die eingebaut. Neue Mission freigeschaltet. Das 4. Rennen. Alles klar. Du hast wir müssen wieder gewonnen. Wann fahre ich gegen dich? Schlag meine Kuh so. Im nächsten Rennen. Dann würde ich sagen. Bis gleich beim nächsten Rennen. Ja, Nummer 4. Und wir sind schon angekommen am nächsten Rennen und können direkt anfangen. Nebenwette. Bleib mindestens 60 Sekunden lang Erster. Ja, versuche ich immer. Genug rumgealbert, Morgan. Jetzt verlierst du. Glaubst du? Ja, anscheinend glaubt sie das. Lass die Show beginnen. Nitro zünden. Start. Ich muss 60 Sekunden lang Erster bleiben, Jungs. Von dem her müsstet ihr jetzt mal hin. Verstehst mich mal. So, ich nehme mich. Dankeschön, Dankeschön. Boah. FPS-Drop is real. Ich hole mir einen nach dem anderen. Rein. Oh.
Kurve. So. Ja, 30 Sekunden am ersten sein. Ich glaube, das kriege ich hin. Gib doch einfach auf! So, und schütteln wir rum. Wir sind jetzt gerade in der Hanari-Kurve. Vier Sekunden. So, das haben wir abgeschlossen. Ich kann nur noch Erster werden. Und sonst bringt das ganze Rennen ja nichts mehr, wenn ich Erster werde. Versucht mal mit Goldwagen, ihr Trottel! So. Mit Nitro raus beschleunigen. Und noch eine. Da ist noch mal eine. Und da vorne ist schon die nächste. Taxi. Hoppla! 2 Minuten, 2 Minuten 20, vorn, zack, durch. Gewinn abgeschlossen. Ja, ihr habt verloren. Ja, das Autolock, das habe ich schon bemerkt. Fehlgeschlagen. Aber easy Erster gewesen. Wieder 3000 Bonus. Nice. Was haben wir denn hier? Oh! Ein 6er Turbolader. Einbau. Nice. Und die letzte Mission ist freigeschaltet. Ist das jetzt schon der Bosskampf oder erst der danach? Du bist einfach nicht zu schlagen, was? Du hast dir ein Rennen gegen mich verdient, Morgan. Ich sag dir was. Zeig mir dein Feuer. Dann lege ich noch eine mächtige Leiche drauf. Du meinst dein Wrack? Wo ist es? Besieg mich, dann zeige ich's dir. Alles klar. Wir kriegen ja einen Frack, wenn wir sie besiegen. Das heißt, auf zu ihr! Bis gleich! Und da sind wir auch schon am Start und fangen da drin an. Nebenrennen. Schließt das Event innerhalb von 180 Sekunden ab und gewinne das Rennen. Yes, sir. Ich möchte gerne die Wette annehmen. Da ist sie ja schon. Bereit für den Tanz mit dem Tod, Morgan? Yes, sir. Ich werde dich nicht schon. Ma'am. Gut. Sorry. Ich dich auch nicht. 3, 2, 1. Okay, Mann. Oh, das ist ein bisschen Beschleunigung als ich. Oh, shit. Frame Drops. Real. Oh, oh, oh. Guck mal, da geht doch schon mehr ab. Da sieht man doch schon mal Kampfgeist beim Gegner. Im Gegensatz zu den Einzelnen, dass ich sie ja gerade eben in der Assel sind. So. Du verlierst, Morgan. Davon träumst du. So wunderschön wie morgen, ich hab auch gelegt. Mit rausbeschleunigen, schön auf der Straße bleiben. Jawohl. Am besten noch sagen, dass man auf der Straße bleiben möchte und dann wegfahren. Das ist die beste Möglichkeit, um Need for Speed zu spielen. Ah, daher das Feuer. Ja. Wo ist sie denn? Ja, da. Cool. Wie fühlt sich Batman? Hab ich hier rausgedrückt? Hey, Kat, was soll dieser Kram mit dem Tod? Ach, das ist einfach nur Spaß. Meine Familie hat ein Bestattungsunternehmen. Und sowas trägt eben. Lol. Ich dachte jetzt, die wäre irgendwie gerade religiös oder irgendwas. War das Wrack als Wetteinsatz ernst gemeint? Ja, aber du musst gegen mich fahren, als hinge dein Leben davon ab. Tut es ja auch. Und zwar immer. Da hat er Zeit gekostet. Mami! Komm
Hoffmann. Alles okay? Nee, ist nicht okay. Der NPC und die Frame Drops. Irgendwann wird das Haus auch euch ins Visier nehmen. Die Typen sind Stadtratten. Hier draußen gibt's nichts für sie. Sie lassen uns in Ruhe. Nein! Navarro begnügt sich. Fuck! Ich kenne sie. Nein! Das kann nicht wahr sein. Schon. Nicht das Ziel, oder? Wie läuft's da hinten, Katrina? 15 Sekunden. Dann reicht mir bis zum Ziel, ne? 11. Komm schon, Tyler. Du darfst die Führung jetzt nicht mehr abgeben. Nee, darf ich auch nicht. Aber nein, meine Zielzeit, das schaffe ich nicht. Nein, die Wette verloren. Nein! Das kann nicht wahr sein, du Dumme! Große Klappe und nichts dahinter. Ah, fuck! Das kann Nein. doch besser. Boah. Fuck. Neu stoppen. Nein! Ich war so lang vorne und dann die dreckigen Fehler. Ja, doch, ich schaff das, wenn ich nicht Fabian behindert. Ja, komm. Können wir das überspringen? Bereit für den Tanz mit dem Tod morgen? Ich werde dich nicht schonen. Gut, ich dich okay. auch nicht. Das ist schon von der Schwierigkeit schon besser als morgen. Die. Es ist noch nicht vorbei, Tyler Morgan. Lol, und ich hab's wirklich in die Wand gedrückt. Sie steht da hinten gerade auf der Insel drin. So. Jetzt werden wir die Kurven schön sauber fahren. Na so, Marc, ich bin jetzt schon vorne. Das wird sich bald ändern. Bin jetzt schon vorne, Mama. Keine große Fresse. Jetzt fixen wir da drauf. Genau so, die Brücke. Die war auch schön. Die war etwas hin. Oh, die war etwas weit. Zurück, amigo. Ich will Rache. Ah, daher das Feuer. Ja, so. Wird das Haus auch euch ins Visier nehmen. Die Typen sind Stadtratten. Hier draußen gibt's nichts für sie. Sie lassen uns in Ruhe. Navarro begnügt sich nicht mit der Stadt. Ich kenne sie. War das Fuck als Wetteinsatz ernst gemeint? Ja, aber du musst gegen mich fahren. Wenn man den gleichen Punkten gefühlt, ist mir schon tut klar, ja dass der Telefonat immer gleich ist. Ich muss hier sauber fahren. Nein. Hey Kat, was soll dieser Kram mit dem Tod? Ach, das ist einfach nur Spaß. Meine Familie hat ein Bestattungsunternehmen. Und sowas da waren die Bäume, die ich jetzt mal reingefahren bin, was mir den Sieg gekostet hat. Schön. Handbremse. Ja, war zu eng für normalen Drift. Ja, komm. Zieh doch. Ja, okay, ich halte also.
richtige Wagen für. Aber zu schwach. Zu lahm, La Katrina, du verlierst. So. Event abgeschlossen. Nice. Nicht schlecht, Morgan. 3:03. Tja. Leider zu langsam für die. Für das extra Ergebnis. Ja, tut mir leid. Ich zahle meine $700. Ist okay. Die Wette verloren. Wettschulden sind Ehrenschulden. Und dann hört ihr Geld hier. Beschleunigung. Ja, den möchte ich gerne einbauen. Questreihe abgeschlossen. Nice. Graveyard Shift Liga besiegt. Neuer Wagen beim Händler. Ein Dodge Charger. Den habe ich doch, glaube ich, schon, oder? Was aber da? Nissan Skyline GTA. Oh. Nissan 180 SX Type X. Schick. Frax, du hast deinen ersten Frack-Hinweis erhalten. Ich hab mich in dir getäuscht, Amigo. Irgendwas ist anders. Ja. Frack-Hinweis. Ist es. Viel Spaß mit dem Frax, die am stärksten aufrüstbaren Wagen in Fortune Valley. Achso. Sammle alle Teile und rüste sie dann von Schrottkarren über Serienwagen zu Sportwagen auf. Aha. Ich musste mit dem Tod tanzen, um Hinweispostkarte. Alles klar. Graveyard Shift. Komm in die Werkstatt, wenn du ihn hast. Dann sehen wir, was wir daraus machen können. Oh, wo ist denn das denn? Da ist ein Fluss und eine T-Kreuzung. Und so ein bisschen auf Karte markieren. Wo haben wir denn den Fluss hier? So, Frack-Chassis. Ja, ja. Das ist eine große T-Kreuzung und ein riesiger Fluss. Heißt, wir brauchen hier irgendwo einen Fluss. Fluss! Das sieht nach einem Fluss aus. Das sieht auch nach unserem Platz aus. Da müssen wir hin. Heißt, das gönnen wir uns noch. Aber für dahin mache ich jetzt Schnitt. Bis gleich. So, da sind wir auch schon fast da. Und zwar Offroad. Da runter muss ich. Da ist er schon. Nice, nice, nice. Tag, ich bin Star. Soll ich am Wuppen? Bergen. Oh. Schöner alter Muster. Oh. Hübsch, hübsch, hübsch. Das stammt von einem 65er Mustang. Cool. Nice. Entdecken. 4 weitere Orte, die wir entdecken können. Dazu müssen wir jetzt dann quasi immer die Map durchsuchen. Ich weiß auch schon wo. Das wäre quasi hier das Teil. Doch, der ist quasi hier. Ja. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen, den Mustang zusammen suchen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.